In Gaza feiern die Menschen das vorläufige Ende der Gewalt. Nach 11-tägigen gegenseitigen Angriffen haben Israel und die radikal-islamischen Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Dschihad einer Waffenruhe unter ägyptischer Vermittlung zugestimmt. Die Feuerpause trat um 2 Uhr Ortszeit in Kraft und wurde in den ersten Stunden offenbar von beiden Seiten eingehalten. In Gaza-Stadt feierten tausende Menschen in den Straßen. In Israel gab es erstmals seit Tagen kein Sirenengeheul, das die Menschen vor Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen gewarnt hatte. International wurde die Waffenruhe mit Erleichterung aufgenommen. Bei den jüngsten Kämpfen wurden seit 10. Mai mindestens 244 Menschen getötet. Im Gazastreifen kamen nach palästinensischen Angaben mindestens 232 Menschen ums Leben, darunter 65 Kinder. In Israel starben nach Angaben der dortigen Behörden 12 Menschen durch palästinensischen Raketenbeschuss.